Falsch rum. Falsch rum. Jetzt ohne drehen? Auch falsch rum. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei ARK. So, ich habe einen Plan. Und zwar, wir haben ja hier diese Taming-Hütte. So, und ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, es gibt neue Strukturen in ARK. Weil ich echt gerade überlege, ob ich das nicht sogar hier hinbaue. Nee. Es gibt neue Strukturen in ARK und das, finde ich, ist gerade das Coole. Wobei mir jetzt gerade auf... obwohl doch. Es gibt jetzt Glasstrukturen, die dienen zwar eigentlich als Gewächshaus, aber ich bin der Meinung, da kann man bestimmt was Cooles draus bauen. Und ich hatte die ganze Zeit schon vor, hier noch eine zusätzliche Hütte hinzusetzen. So, ich habe mal ein bisschen Zeug vorbereitet hier, wie ihr seht. Was ist das eigentlich? Eine Metal Wall. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Wände, aber ich sage ja, ich habe erstmal ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht. An manchen Stellen wird es wahrscheinlich auch nicht so hübsch werden, wie ich mir das im Normalfall denke. Aber wir probieren das hier einfach mal aus. Wir haben halt den Vorteil, hier unten drunter ist schon eine komplette Struktur. So, ich glaube, ich brauche noch deutlich mehr Wände. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Zwei noch. Zack. Zack, okay, ich brauche auf jeden Fall noch Wände. Und was ich natürlich auch will, dass das hier nicht so... Ich finde halt, das hängt so... Ich sage einfach mal so ein bisschen komisch in der Luft. Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Das hängt ein bisschen sehr komisch in der Luft. Das heißt hier... das blendet so dermaßen. Ich versuche mal vorsichtig hier runterzukommen. Ich hoffe, ich glitsche da nicht weg. Oh, Gott sei Dank. So, damit das nicht ganz so strange aussieht, war meine Idee... hier, genau. So. Ah, das ist eigentlich ganz gut. Ah, das finde ich gut. Wir brauchen es halt nicht, an der Stelle. Aber es sieht halt einfach ein bisschen besser aus. Es sieht dann halt so aus, als würde das tatsächlich auf Pfeilern stehen. So, und hier hinten, da ist es aber, soll es tatsächlich so sein, dass dieser Pfeiler, wenn ich denn, so, dass dieser Pfeiler hoffentlich, ach so, ich hatte da hinten was dran gebaut. Das fällt mir natürlich jetzt erst ein. Ich glaube, das reiße ich dann ab später. So, dieser Pfeiler soll nämlich tatsächlich bis zum Boden gehen. Und jetzt habe ich das... Okay, ich muss das erst ab... Ich muss das erst abreißen. Okay, ich düse mal schnell da rein. Das passt nämlich gerade so gar nicht. So, warum habe ich das eigentlich damals da hinten dran gebaut? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ja, ich erinnere mich. So, komme ich hier noch? Ja, hier kommen wir noch dran vorbei. Ist auch ganz gut, da kriegen wir ein bisschen Metall und Zementing passt zurück. So, das weg, das weg. Das weg. Das weg. Und den Boden weg. Bams. So. Dann den Pfeiler. Oh Gott, jetzt muss ich das natürlich... Komm. So, und noch einen drunter. Wunderbar, so. Sind wir hier im Boden. Hier drüben muss ich irgendwann das gleiche machen, aber ich glaube, da brauche ich erstmal... Können wir nicht hier? Ich glaube, hier können wir irgendwo lang abkürzen. Da brauche ich erstmal neue Böden. Übrigens nicht wundern, es ist hier gerade sackelaut. Der Fabricator läuft nämlich. So, Structures, Metal, wie viel haben wir noch? Einen, okay. Das heißt, erstmal brauchen wir zwei Böden. So, und hier... Mal gucken, vielleicht reichen drei. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht reichen die drei Stück, ja? Und ich mache nochmal ein Ceiling auf, ein Railing. Weil die anderen brauche ich, also die wollte ich eigentlich für was anderes haben, aber... So, dann klettere ich erstmal wieder... Achso. Ich bin ein Vollhonk. Ich stelle die Dinger her und lasse sie drin liegen. Oh, was ist denn eigentlich gerade das Problem? Ah, Zementingpaste ist das Problem. Okay, da können wir ja abhelfen. So, also ihr seht schon, diese Folge ist halt eine Baufolge. Aber wenn es neue Strukturen gibt, dann muss das halt mal sein, ja. Also da kann ich nicht drauf verzichten, mal hier ein bisschen was zu bauen. Ich lasse das erstmal so. Ich glaube, der dürfte mittlerweile auch fertig sein, oder?
Ja, okay. Den können wir ausmachen. Ah, diese Ruhe. Jetzt brummt nur noch der Generator im Hintergrund, aber das ist ja halb so wild. So, ich bin mir halt... Ich habe die Glasdinger selber noch nicht angeguckt. Ich weiß... Habe ich jetzt... So, jetzt ein bisschen Strafe muss sein. Zack. Ja, ja. Einfach nur, weil der mich nicht erinnert hat, das Zeug mitzunehmen. So, das, das, das. Ich, wie gesagt, ich hoffe, das reicht jetzt. Warum kann ich die eigentlich... Ach so, das ist so. Ich hasse das, wenn die Stacks nicht... Na, egal. So, Getränke. Ach so, übrigens, ganz kurz nach der Kochfolge. Ich habe tatsächlich sogar nochmal Getränke gemacht. Ich habe hier Kairoko-Cola erfunden. Und es gibt noch Zitronenlimo und Zitronenkuchen. Wobei, den habe ich nicht gemacht. Den hat die Sabanko hergestellt. Lecker Zitronenkuchen. Oh, könnte ich jetzt auch essen, so, so eine Scheibe Zitronenkuchen. Oh. Mm, aber nur eine. So, jetzt brauchen wir... Ich ziehe das mal da runter. Server laggt heute ganz schön. Ich weiß nicht, wieso. So. Oh, das wird halt... Ist halt schon klein. So als Häuschen ist das ja schon klein. Andererseits... Wir können halt noch weiter nach außen bauen. Das ist der große Vorteil. So, jetzt kommt erstmal wieder der... Ich muss erstmal wieder da runterkommen. So, ich hoffe, wie gesagt, die drei... Ich glaube, die drei reichen nicht. Ich glaube, die reichen tatsächlich nicht. Die reichen bei weitem nicht. Okay, da habe ich mich jetzt schwer verschätzt. Also zwei Stück noch. Okay, das kriegen wir hin. Es ruckelt auch gerade so dermaßen. Ich habe keine Ahnung, was hier momentan los ist. Ich glaube, wegen dem Regen. So. Aber irgendwie, also... Oh, meine Nase... Mein Rechner ist eh irgendwie die letzten Tage so ein bisschen überfordert und ich muss mal rauskriegen, wieso. So, Structures, Metal, wir brauchen noch zwei davon. Und vier Wände mit Fenstern. Wisst ihr was? Das ist mir als Hütte eigentlich zu klein. Gott sei Dank haben wir noch mehr als genug Metall und ich war auch fleißig und habe schon wieder welches gefarmt, zusätzlich zu den Kristallen. Allerdings muss man echt sagen, das Zeug kostet... Die Glassachen kosten halt echt viel Kristall. Was macht denn die Zementingpaste hier drin? Die ist eigentlich... Oh. Habe ich gesagt, wir... Okay, stimmt, ich war ja zweimal Kristallfarm. Da habe ich wohl irgendwas vergessen. So, Und was mir übrigens auch aufgefallen ist... Ich habe das Greenhouse Window nicht gelernt. Eigentlich total schade. Das heißt, ich werde jetzt die Fenster erstmal so einziehen, ohne Fenster. Weil ich will auf jeden Fall noch Greenhouse Windows haben. So, ich mache mal alle 8. Ich weiß nicht, wie viele ich davon brauche. Das Gute ist, wie ihr seht, ich kriege XP und... das heißt, ich dürfte auch eigentlich bald wieder ein Level up haben, oder? Ah, viel ist es nicht mehr... knapp 1000 XP noch. Das ist eigentlich, das geht eigentlich. Dann gibt es wieder ein paar Punkte und dann kann ich halt wieder ein paar Sachen freischalten. Unter anderem das Greenhouse-Window. Ich hoffe halt die ganze Zeit. Komm, ich nehme die 6 schon mal mit. Ich muss eh erstmal hier hinten wieder raus. Ach, du bist das. Ja, okay, das ist da nicht optimal, aber es geht, es geht, es geht. Ich bin halbwegs zufrieden. Ich habe was vergessen. Und zwar... Heute ist wieder Tag des Vergessens bei mir. Ich habe doch welche gemacht. Warum habe ich die denn nicht eingesteckt? Naja, egal. So, wir brauchen dann auch gleich eh wieder Zementingpaste. Oh, komm. Ey, irgendwann mache ich immer mal so ein Railslide. Das ist aber so schwer. Ich will den immer dann mit dieser Third-Person-Kamera aufnehmen. Das kriege ich nie hin. So, na komm, snap daran. Nein, runter. Und nochmal. Und... Nein, runter. So, wir sind am Boden. Wunderbar, dadurch ist das jetzt eine tragende Struktur. Ehrlich. So, jetzt muss ich aber hoch. Und ich kann ja das Haus, auch wenn man würde es nicht so bauen, du würdest ja schon außen die Wände... egal.
es geht ja hier nicht ums, also es geht ja hier nicht jetzt nicht ums Prinzip, sondern es geht ums Haus und da kann das auch mal ruhig überhängen. Ich glaube, mit 7 komme ich tatsächlich nicht sehr weit. Snappst du? Okay, snappity snap. Snappity snap. Na. Komm, du auch. Snappity snap. Snappity snap. Snappity snap. Wie viele brauche ich noch? Ich will hier noch eins rübergehen. 1, 2, 3, 4 Stück noch. Okay. So. Aber, ich fange trotzdem schon mal an, weil ich will ja auch wissen, wie die Dinger aussehen. So. Wir brauchen erstmal die Tür. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir nicht mit Glastür und. Wo ist denn jetzt eigentlich innen und wo ist außen? Sieht man das irgendwie? Ich habe Angst, wenn ich das jetzt setze, dass es falsch rum ist. So, aber egal. Hier kommt die Tür hin. Oder ist das... Okay, also wenn man drinne... Ah, okay. Es ist richtig rum. Es ist auf jeden Fall richtig rum. Ich bin stolz. Ich bin so stolz auf mich. Das ist richtig rum. So, daneben machen wir aber ein normales Fenster. Ist richtig rum, oder? Ist das jetzt richtig? Ich weiß nicht, ob das richtig rum ist. Ich glaube, es ist richtig rum. Ich glaube, es ist richtig rum. Das sind voll die geil verspiegelten Fenster. Das ist cool. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Was ich nämlich jetzt machen wollte, und da habe ich jetzt wieder Angst. Bitte, 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 Spiel, lass mich das richtig machen. Falsch rum. Scheiße. Alter, ist der Ton eklig. Oh Gott, nochmal. Noch, Vorsicht. Dieses Bling, das... Toll. Jetzt habe ich 3 Stück vergeigt, weil das Spiel das einmal so rum platziert hat und einmal so rum. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen... So, Structures, nicht Metal, sondern Green. Wo sind sie denn, die Wände? Ja, toll, kann ich noch genau eine bauen. Aber es fehlt nur Cementing fast. Okay, auch das, auch diesmal wieder kein Problem. Es gibt auch anscheinend auch keinen Cut, diese Folge. Anscheinend sage ich deswegen, weil ich mir natürlich noch nicht sicher bin. Ich glaube, ich werde auch die Struktur gar nicht fertig, also ich werde das Haus gar nicht fertig kriegen. Ich habe nämlich die dumpfe Vermutung, wir haben da mal wieder gar nicht genug Mats für. So, Craft Item und jetzt ist Crystal schon wieder leer. So, 2 Stacks, das ist nicht viel, ja, also 2 Stacks Crystal ist wirklich nicht viel. Also Kristalle, nicht Crystal Meth. Ich glaube 2 Stacks Crystal Meth, da bist du reich. Oder im Gefängnis. So, jetzt das dritte Fenster. Was haben wir denn? Haben wir hier noch Metall? Ja, wir haben noch Metall, das heißt, ich kann mal ganz kurz Metal, was hatte ich gesagt? 4. Na, war ja klar, 3. An was fehlt's? Ich vermute an Metal Ingot, aber da soll es uns nicht dran mangeln. Wie gesagt, oben brennt schon auch wieder, brennen die Öfen. So, das schmeißen wir nochmal da rein. Structures, Metal und dann kommt nochmal ein Boden dazu. Kommt noch ein Boden dazu? Ja, einer noch. So, die Fenster nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir mal mit. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein paar Wände. So, 7 Stück. Die lasse ich jetzt erstmal durchlaufen. Oh Gott, es wird Nacht. Das ist natürlich jetzt schlimm. Ja, nicht wirklich, aber ein bisschen doof ist es halt. So, dann nur schon mal, damit ich hier... Oh, die haben irgendwas geändert. Mit dem letzten Patch jetzt, wenn ich jetzt ins Inventar gehe, müsst ihr mal gucken. Das ruckelt immer so. Ja, also ich weiß nicht wieso. Das zoomt erst rein und dann wieder raus. Das ist total nervig, weil ich denke jedes Mal, mein Spiel schmiert mir gleich ab. So, das haben wir. Und jetzt... Vorsicht, ekliges Geräusch. Oh, dieses... So, Glas, Innenglas. Jetzt muss ich mal... Moment. Okay, also... Da ist ein... Nee. Wie erkenne ich denn bitte, ob das innen oder außen ist? Falsch. Wie erkenne ich denn hier, wie rum das richtig ist? Falsch rum.
falsch rum. Jetzt ohne drehen? Auch falsch rum. Ach Spiel, du willst mich doch echt verarschen. Ich will die andere Seite nach außen. Hier die Durchguckseite, nicht die... Im Moment ist das vielleicht sogar gerade die Durchguckseite. Ich muss mal runterspringen. Nein, es ist nicht die Durchguckseite. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Ich finde... toll, ich habe noch ein Fenster, super. Gleich alles wieder vergeigt hier. Ich finde das eigentlich so cool. Da könntest du richtig geil hier irgendwie so Sachen bauen. Aber... kann ich mir das hier... Die Niete. Sehe ich die Niete? Sieht man die Niete? Ja, die ist aber irgendwie immer da. Ene mene mu? Auch falsch rum. Also alle falsch rum. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip man hier vorgeht, um das richtig zu platzieren. Also da muss ich die Entwickler mal schelten. Das hätten die sich echt besser überlegen können. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier ein bisschen Wände. Nach hier drüben hätte ich gerne auch noch ein Fenster. Vielleicht so nach vorne oder nach da? Nee, nach vorne. So, da kommt noch ein Fenster hin. Das wird geil hier. Aber blöd ist halt, die sind falsch rum. Und ich weiß nicht, wie ich die richtig rumbaue. Das ist mein größtes, das ist mein allergrößtes Problem. So, dann wollten wir ja noch hier Böden. Böden. Also ich werde mit Sicherheit nicht fertig, diese Folge. Seht's mir daher nach. Ich werde euch das dann nächste Folge, denke ich, zeigen, weil das... Ich weiß jetzt schon, das ist halt ein größerer Akt, das hier komplett fertig zu bauen. Ja, hier hat das geklappt mit dem Fenster, aber hier irgendwie... Also... Warum hat das hier nicht geklappt? Warum sind die alle falsch rum? Ich sehe schon, dass das schreit wieder nach... Ist auch interessant, wenn ich nach da gehe, da... Seht ihr das? Da verschiebt sich außen das Kreuz. Das verschiebt sich irgendwie. Aber das hier... Also das hier gefällt mir schon sehr gut. Also momentan, die Nacht gefällt mir halt nicht. So, was habe ich denn noch dabei? Die schrägen Dächer. Ich guck mal. Ich glaube nicht, dass ich die so platzieren kann. Ich habe nämlich... Nein, okay, kann ich nicht. Das heißt, da brauche ich noch... Das wäre jetzt die Frage. Moment, ich kürze ab. Ich bin eigentlich schon fast wieder am Folgenende. So. Ich glaube, ich muss einfach mal Crystal... das Ding... Die Kristalle noch aufbrauchen. Dann haben wir zwar keine mehr, aber es gibt Schlimmeres, die kann man ja wieder farmen. So, das kommt alles da wieder zurück. Structures. Green. So. Also, ich mache nochmal zwei Stück. Dann mache ich eins davon und eins davon, wie immer. Und die Wände nehmen wir noch mit. Und dann, ich probiere das jetzt nochmal aus. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt, aber vielleicht kriege ich ja den Dreh raus. Ich zweifle gerade an mir selbst. Und ich sollte übrigens aufhören, mich die ganze Zeit an der Stirn zu kratzen. Das ist bestimmt eklig für euch. So, jetzt auf jeden Fall. Das Ding bleibt. Das heißt, da brauchen wir das andere Fenster. Hoffe ich. Das sieht ein bisschen... durchlässiger aus als das. So. Ich hasse das. Oh, dieses Pfeifen, dieses... das ist so eklig, das Geräusch. Oh, das tut richtig weh auf den Kopfhörern. Oh, es wird auch nicht besser. So. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Fenster. Wir haben genau zwei Fenster. So. Ich muss jetzt aufpassen. So, wir haben einmal die Variante. Das mache ich hier. Dünn links. Kann man nicht durchgucken. Also vermute ich, dass das andersrum ist. So, und jetzt haben wir die Variante, das, was ich hier nicht sehe. Warte, da. Dünn links. Das ist scheißegal, wie ich das platziere. Das ist immer falsch rum.
Oder? Das ist tatsächlich immer falsch rum. Wie blöd ist das denn? Naja, egal. So, ich muss nochmal ganz schnell... Alter, hier kommen überall die Dinger runter gerade. Zack, zack, zack. Ich bin auch schon wieder über den 20 Minuten, aber... Kann ich hier zwei von bauen? Ah, gut, dann kann ich wenigstens das machen. So. Gibt halt wieder ein bisschen Überlänge, also seid nicht böse. Ist halt... Eigentlich ist halt schade. Ich hätte euch gerne, also da, aber, oh Gott, hätte ich das gewusst hier mit den blöden Fenstern, dann wäre das viel, dann, das ist aber auch so. Also irgendwie, ich glaube, das ist Absicht. So, hier brauche ich auf jeden Fall jetzt erst eine Wand. Null. So, ich überziehe jetzt einfach wieder. Gnadenlos, wie ich so bin, ich überziehe jetzt. Ist auch scheißegal, ob ich jetzt mal 25 Minuten mache oder so. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was ich so hier bauen will. Was haben die eigentlich für eine Haltbarkeit? Oh, die halten ja gar nichts aus. 100? Wenn man überlegt, die Dinger halten 10.000 aus. Also Greenhouse Wall, m-m. Auf jeden Fall nicht nehmen, wenn ihr sicher leben wollt. Ich denke mir halt, hier oben ist das egal. Ja, hier geht es jetzt um Ästhetik. Und deswegen bin ich da ganz zufrieden mit. So, ich packe mal kurz die Fackel aus. Und hier hinten... Na, wobei, Moment. Da hinten kommt auch noch eine große Fensterwand rein. Zwei Stück. Zwei und dann zwei. So. Und ich überlege gerade, wie baue ich das... Wie bauen wir denn hier weiter? Ich denke so... So, dann kommt hier die große Fensterwand. Ja, das hört sich ganz gut an. So. Und hier drüben, ich würde sagen, hier machen wir zu und... Ah, das war's schon. Wir haben keine Mats mehr. Schade. Ich hätte euch das jetzt gerne nochmal bei Tag gezeigt. Ich glaube aber, ja, wir haben 2.20 Uhr, das wird noch ein Weilchen dauern. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, das mit der Fensterwand... Auch wenn es jetzt hier unspektakulär aussieht. Ich schnappe mir mal kurz hier ein Tierchen. Ich nehme mir mal meinen guten alten Aki, mit dem bin ich schon lange nicht mehr geflogen. Wenn ich jetzt hier von draußen gucke, kann man... Man kann halt richtig geil da reingucken. Ja, also, da ist nichts mehr mit Privatsphäre. Ich glaube, das ist aber auch so... Also ich glaube, es ist gewollt. Ja, also, ich hätte es zwar lieber so gehabt wie an der Tür, weil an der Tür hier ist es ja so, dass ich jetzt von draußen... Wenn ich, komm. Also da habe ich es ja hinbekommen... Nee, irgendwie jetzt gefühlt auch nicht mehr. Naja. Egal. Egal. Kann man nichts machen. So, Freunde, wir sind für heute wieder am Ende angekommen. Ich werde die Hütte mal weiterbauen und dann zeige ich euch die einfach in der nächsten Folge. Denke ich, wenn ich bis dahin fertig bin. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge arg. Oder, falls ihr Lust habt, ihr könnt auch mal gerne bei mir auf dem Channel vorbeischauen. Da gibt es noch so Scrap Mechanic und momentan noch Fallout 4. Also, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.